Habt ihr euch mal gefragt, ob ihr wirklich alleine seid? Vielleicht habt ihr das Gefühl, dass niemand bei euch ist, keine Person neben euch steht, doch es könnten Wesen da sein. Wesen, die körperlos sind. Wesen, die ihr zwar nicht mit dem bloßen Auge sehen könnt, die aber trotzdem sich stetig in eurer Nähe befinden. Ich rede dabei über Geister. Geister sind ein typisches Horrorthema, welches es immer gibt. Es sind Seelen verstorbener Menschen oder die körperlosen Formen verstorbener Menschen, die sich auf unserer Welt immer noch befinden, aber es nicht schaffen, auf irgendeine Art und Weise Kontakt zu uns aufzunehmen. Wir können sie nicht sehen, nicht riechen und nicht hören. Jedenfalls meistens nicht. Denn es gibt verschiedene Funktionen, verschiedene Wege, um mit Geistern Kontakt aufzunehmen. Und eben über so einen Weg möchte ich heute einmal reden. Denn heute reden wir über die Tonbandstimmen und das verbunden mit einem Selbstexperiment. Denn Tonbandstimmen sind Stimmen, die auf Aufnahmen plötzlich auftauchen. Ihr kennt es vielleicht aus Film und Fernsehen, dass Leute auf seltsamen Aufnahmen von Rauschen plötzlich Stimmen hören, die eigentlich gar nicht da sein sollen. Dies ist ein Phänomen, das man bis heute nicht wirklich erklären kann und es nennt sich das Electric Voice Phenomenon. Bei diesem Phänomen geht es darum, dass man in einer sogenannten White Noise, also dem typischen Rauschen, das wir von Radios und Fernsehen kennen, seltsame Stimmen vernehmen können. Stimmen von Personen, die vorher nicht da gewesen sind. Stimmen von seltsamen Wesen. Und es gibt verschiedene Wege, um dies zu erreichen. Alles begann mit dem Weg von dem Erfinder dieser ganzen Methodik. Denn er wollte nicht mit Geistern oder dergleichen reden, er hatte eine ganz andere Idee. Seine Idee war es gewesen, Vögel aufzunehmen. Er war Vogelbeobachter und hatte deswegen einen neuen Weg gemacht, um Vögel aufnehmen zu können. Und das war, indem er mit einem sehr schlechten Mikrofon direkt auf ein Tonband die Audiodatei spielte. Dies sorgte dafür, dass die Audiodatei voller Rauschen war. Und als er sich diese Aufnahmen zu Hause anhörte, hörte er natürlich zunächst die Vögel, doch plötzlich etwas anderes. Denn leise im Hintergrund seiner Aufnahme war noch etwas anderes zu hören. Er sagte, dass er eine leise Stimme hörte, die zu ihm sprach. Sie nannte ihn sogar bei seinem Vornamen und sagte ihm, dass er vorsichtig sein soll, weil er nicht alleine ist. Jemand beobachtet ihn. Das bedeutet, gerade als er in der Natur gewesen ist und Vögel aufnahm, hat scheinbar eine Person oder ein Wesen zu ihm gesprochen, das ihn davor warnte, dass in seiner Nähe gerade irgendjemand ist, der ihn beobachtet. Als er dies herausfand, war er verängstigt, doch bemerkte schnell, dass man scheinbar mit Wesen reden kann, die nicht da waren zur Zeit der Aufnahme, indem man seine Methode benutzt. Und diese Methode, das mit einem Mikrofon zu machen, womit man direkt Sachen aufnimmt, ist nicht die einzige, die man benutzen kann. Die wohl bekannteste und erfolgsversprechendste ist die des Radios. Man kann mit einem Radio sehr leicht ein Rauschen erzeugen. Das geht ganz einfach, indem man einen Sender sucht, wo kein Radiosender die Frequenz hat. Dann erhaltet ihr das typische Rauschen und wenn ihr dieses Rauschen aufnehmt oder einfach nur lauscht, könnt ihr Dinge hören. Und das wollen wir heute einmal ausprobieren. Wir werden ein Radio auf eben so ein Rauschen stellen oder auf mehrere Frequenzbereiche, wo es rauscht, und gucken, ob wir Geräusche wahrnehmen können oder eben nicht. Und selbst wenn wir jetzt gleich keine Geräusche direkt hören werden, so werden wir uns die ganzen Tondateien auf der Aufnahme noch einmal anhören und genau gucken, ob irgendwelche Töne, irgendwelche Wesen, irgendwelche Stimmen da sind, die uns etwas sagen wollen. Ob das Ganze funktioniert, weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, doch wir werden es sehen. Und jetzt beginnen wir erstmal mit dem Aufbau. Gut, das ist jetzt das Radio, welches wir gleich benutzen werden. Das ist ein ganz simples Radio, wo man selber noch die Frequenz suchen kann. Es gibt auch teure Radios, womit man extra mit Geistern reden kann. Das sollen professionelle Geisterradios sein. Und ich will nicht sagen, dass sie dazu da sind, um einem das Geld aus der Tasche zu leiern. Aber sie kosten um die 400 bis 1000 Euro. Das sind auch nur Radios, also müsst ihr selbst entscheiden. Aber das ist das Radio, welches wir einmal benutzen werden. Und da ist die Frequenz. Wir werden jetzt etwas ausprobieren, etwas zuhören und dann direkte Aufnahmen davon machen und gucken, ob wir etwas mitkriegen. Mal sehen. Wir machen jetzt, was nämlich auch dazugehört oder was viele Leute machen, ist,
Man kann nicht nur darauf warten, dass Geister einem irgendetwas sagen, sondern wir können auch direkt die Geister etwas fragen, ähnlich wie man es bei einem Ouija-Board oder dergleichen machen kann. Schön, dass das Radio automatisch leiser wird, wenn ich rede. Gut, wir werden jetzt noch einige Fragen stellen, während wir das Rauschen da haben und gucken dann einmal an, wie das Ganze funktioniert und ob wir Antworten erhalten. Ist gerade irgendjemand hier, der gerne mit uns sprechen möchte? Ich tue jetzt mal so, oder ich gehe mal davon aus, dass irgendjemand uns geantwortet hat, weil meistens hört man eben diese Geisterstimmen nur auf der Aufnahme selbst, sprich ihr könntet sie hören, ich gerade noch nicht. Wie heißt du und was machst du hier? Wie bist du gestorben? Gibt es irgendetwas, das du uns mitteilen möchtest? Hast du eine Warnung oder irgendetwas Wichtiges zu erzählen? Ich werde ein bisschen paranoid, ne? Aber... schon Störgeräusche, ne? Gibt es irgendwelche Erlebnisse in deinem Leben, die passiert sind, die du uns gerne noch erzählen möchtest? Gut, ich stelle noch einmal zwei kurze Fragen bei dieser Frequenz, weil es eine andere Art von Rauschen ist, als die wir vorher hatten. Ist hier irgendjemand oder irgendetwas, das mit uns sprechen möchte? Gibt es irgendetwas Wichtiges, das du uns gerne mitteilen möchtest, eine Warnung oder etwas in der Art? Danke für das Gespräch. Gut, zu diesem Zeitpunkt können wir noch nicht sicher sagen, was wir gehört haben. Es ist Mitternacht ungefähr. Es war manchmal ein Geräusch, was einem Flüstern vielleicht ähnlich war, was man leise im Hintergrund gehört hat. Das war der Moment, wo ich sagte, dass ich das Gefühl habe, ich werde paranoid. Aber das ist wie gesagt etwas, was jetzt auch nur so komisch klingen kann. Wir werden uns die Audioaufnahmen noch genauer ansehen und dann werde ich noch ein genaueres Fazit zu den Audioaufnahmen selbst gleich noch machen, das ihr sehen werdet. Aber jetzt erstmal kann ich sagen, warum wir überhaupt Sachen dort hören können. Und eine Theorie, und das ist eine sehr simple, ist, dass man auf eine Frequenz kommt, wo im Hintergrund ab und zu noch einmal das richtige Radio oder ein Radio Sender durchflimmern kann. Das ist möglich, aber es sollte einem eigentlich auffallen. Die häufigere Methode, warum das passieren kann, ist etwas anderes und es hat mit unserem Gehirn zu tun, denn es geht darum, dass für unser Gehirn manche Sachen unnormal sind. Ein Rauschen, ein Geräusch wie sowas ist recht unnormal für unser Gehirn und so kann es das nicht richtig verarbeiten und es versucht, in dieses Geräusch etwas reinzuinterpretieren. Es möchte verschiedene Töne herstellen, die es verstehen kann und so fangen wir an, Dinge zu verstehen, wo eigentlich nur ein Rauschen ist. Es ist etwas Ähnliches, wie wir es auch haben, wenn wir in den Wolken selbst irgendwelche Formen oder Gesichter erkennen können. Das ist ein Instinkt in unserem Gehirn, der versucht, aus etwas Unnormalem etwas Normales, uns Vertrautes zu machen. Wir werden es uns anhören, denn wer weiß, vielleicht sind Stimmen zu hören und es gibt noch die dritte Möglichkeit, dass tatsächlich irgendetwas mit uns hier gewesen ist. Ich habe mir die aufgenommenen Audiodateien von dem Rauschen und meinen Fragen mehrfach angehört
und nachgeguckt, ob ich irgendetwas finden konnte. Ich habe auch die verschiedenen Lautstärken verändert, das Rauschen versucht, so gut es geht, zu entfernen und alles Mögliche ausprobiert und kann jetzt am Ende nicht sagen, dass wir wirklich etwas gefunden haben. Hier und da gibt es Momente, wo man vielleicht das Gefühl bekommen könnte, dass im Hintergrund jemand redet, aber meistens ist es nicht der Fall. Das Rauschen ist einfach nur ein stetiges Rauschen und wenn ich wirklich etwas höre, dann kann das wahrscheinlich daran liegen, dass das Phänomen eingetreten ist und mein Kopf sich einfach nur Dinge dazu denkt, das Rauschen interpretiert, um es verständlich zu machen, so wie ich es vorhin ja bereits erklärt habe. Also, es lässt sich nur sagen, dass das Rauschen derzeit nur ein Rauschen ist, aber andere Leute haben gesagt, dass man an anderen Orten vielleicht mehr Erfolg haben könnte. Denn wo häufig diese Radios erfolgreich sein sollen, sind Friedhöfe. Es gibt verschiedene Aussagen von Autofahrern, die in ihrem Radio auf einen rauschenden Sender schalteten und dann an Friedhöfen vorbeifuhren und dabei seltsame Stimmen gehört haben. Ich will natürlich niemanden dazu anstiften, mit einem Radio auf den Friedhof zu gehen, aber theoretisch wäre das der Ort, wo man am ehesten noch irgendwelche Töne aufnehmen kann, sollte man wirklich damit mit Geistern reden können. Vielleicht habt ihr etwas in den Aufnahmen, die ihr gesehen habt, gehört, was wir nicht gehört haben, dann schreibt das auf jeden Fall sehr gerne in die Kommentare und sagt uns auch Bescheid, ob ihr glaubt, dass man damit mit Geistern reden kann. Das war dieses Video, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.